Dann möchte ich die Leute, die dabei sind, herzlich begrüßen zum Talk Java After 11 von Nikolai Parlog. Zuerst gibt es ein paar administrative Informationen. Zuerst möchte ich mich da bei unseren Sponsoren bedanken, dem Platin-Sponsor Mimacom, den Gold-Sponsoren und den Silber-Sponsoren, die uns unterstützten und das erst möglich machen. Da gibt es ein paar Informationen zur Infrastruktur. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie man kommunizieren kann während dem Tag. Einerseits gibt es einen Chat, da kann man Fragen stellen oder untereinander diskutieren, Fragen stellen an die anderen Leute. Und dann gibt es explizite Fragen oder Q&A, wo man nachher Fragen an den Speaker stellen kann. Ich weiß gar nicht, Nikolai, wollen wir die am Schluss machen oder während dem Talk? Wir können die auch zwischendurch machen. Gehe mal so Java-versionsweise vorwärts. Wir können eigentlich nach jeder Java-Version mal kurz ein paar Fragen einsammeln. Weil das ja so 10, 15 Sekunden Delay sind, wäre es wahrscheinlich am praktischsten, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr die gleich in voller Länge in den Chat schreibt, damit man die Rückfragen frei beantworten kann. Weil jede Rückfrage macht immer so eine Detour, die mir extra lange dauert. Aber dann kommen auf jeden Fall am Ende jeder Java-Version, kann ich gerne mal kurz Pause machen und dann am Ende nehmen wir alles, was noch übrig geblieben ist. Ja, gut. Dann versuchen wir das so zu machen. Ja, dann der Stream hat aus technischen Gründen ein paar Sekunden Verspätung, also ist verzögert. Einfach als Information, dass wenn das, was ihr seht, ein bisschen verzögert ist. Dann am Ende der Präsentation sind wir froh um Feedback. Das ist eigentlich ein Standard. Feature von Chuck, dass wir den Speakern und auch für uns Feedback haben möchten, dass wir wissen, was hat gefallen, was hat weniger gefallen. Alle, die da Feedback geben, die können eine IntelliJ-Lizenz gewinnen. Nach dem Vortrag gehen wir noch in WanderChuck.ch. Das ist eine Plattform, wo Leute sich treffen können und miteinander sprechen können. Jeder hat einen Avatar und kann mit anderen ein bisschen austauschen. Gut, ja, dann schlage ich vor, gebe ich das Wort an Nikolai. Ja, vielen Dank, Philipp. Genau, also wo fange ich an? Ich fange da an. Heute seid ihr und ich zusammen sprechen über Java After 11. Ich bin Nikolai, vielleicht habt ihr mich schon mal irgendwo gesehen. Wie gesagt, ich war schon mal bei der JUK Schweiz. Ich habe gerade nachgeguckt, das war 2016 im Herbst. Da habt ihr mich eingeladen zu einer kleinen Tour. Das war voll cool. Da war ich dann so bei vier oder fünf, nee, vier JUKs, glaube ich. Und bin so ein bisschen durch die Schweiz gefahren im Zug. Das hat voll viel Spaß gemacht. Zwischendurch verzweifelt versuche, mein Buch weiterzuschreiben über das Modulsystem. Ich bin mittlerweile Developer Advocate im Java-Team bei Oracle. Das heißt, ich erzähle jetzt nicht mehr nur aus Spaß, wie cool Java ist, sondern es ist mittlerweile auch zu meinem Beruf geworden, was mir sehr viel Spaß macht. Was ich aber nebenbei mache, ist, ich organisiere eine Konferenz nebenbei. Das hat nichts mit Oracle zu tun, das ist mein eigenes Ding. Und dazu würde ich euch herzlich einladen. Accento ist eine also großer Fokus auf Java, ein bisschen JavaScript und Ops-Konferenz, die in Karlsruhe Ende September stattfindet. Wir versuchen immer internationale Speaker herbeizuholen. Wir haben Venkat Subramaniam, der hat bestimmt schon mal von gehört, Holly Cummins, Rachel Andrew, super CSS-Experte. Also wir haben abwechslungsreiche Talks und Speaker da. Und ich würde mich freuen, euch da begrüßen zu dürfen, wenn alles glatt geht, vielleicht sogar von Angesicht zu Angesicht. Ich drücke die Daumen. Und mitgebracht habe ich nicht nur die Einladung, sondern auch einen Rabattcode. Ich schreibe das einfach mal jetzt so in den Chat, aber ich kann das nachher nochmal per E-Mail irgendwie vielleicht über Organisatoren auch nicht ausrichten oder so. Also über die JUK. Moment, kurz gucken, dass hier die Abstände richtig reinkommen. Genau, so, also da ist der Rabattcode bei für 20%, wenn ihr Tickets kauft. Auch fürs Training, am Ganztagestrainings zwei Stück. Vielleicht kommt noch ein drittes dazu. Mit Venkat über Concurrency und mit Peter Kröner bei JavaScript Performance. Wie gesagt, ich freue mich, da zu sehen. Genug Werbung. Kommen wir zurück zu dem, worum wir eigentlich hier sind. Ich will mit euch wieder über Java After 11 reden. Sorry, der hieß mal Java After 8, der Vortrag, aber die meisten haben es ja schon bis 11 geschafft.
Deswegen heißt er jetzt Java After 11. Und der Plan ist, wir fangen mit der Java 11 Codebasis an und gehen dann bis Java 17 und ein Stück darüber hinaus. Und mein Ziel ist, dass ich euch zeige, wie viele Sachen sich geändert haben zwischendurch. Ich will euch nicht jedes Feature einzeln im Detail erklären. Dafür wird die Zeit gar nicht reichen. Und ich kann auch nicht alle Features, die drin sind, zeigen, weil ich kriege die nicht alle in das gleiche Projekt gestopft. Deswegen sind es jetzt ein Projekt, wie gesagt, von 11 bis 17. Und ich möchte darauf hinweisen, dass die Ideen bei weitem nicht alle meine waren, die hier drin stecken. Ich streame regelmäßig auf Twitch. Und da waren die Leute, die am Twitch-Chat so mit rumhängen, die hatten einen Haufen von den guten Ideen, die ich euch gleich als meine verkaufe. Der Talk ist schon online, doch den Link kann ich mal kurz, wobei die Folien bei dem Talk jetzt nicht so extrem informativ sind, aber ich kann euch das GitHub-Repository ist darin auch verlinkt, in dem sowohl die Codebasis, die ich euch jetzt zeige, drin ist, das ist die obere, als auch die, wo man so ein paar Java 9 und später Features, also alles, was seit Java 9 dazugekommen ist, ein bisschen mehr Details sieht und nicht immer nur eine kurze Anwendung. Es sind auch viel mehr Feature drin, ist auch nochmal hier verlinkt. Gut, dann ganz kurz ein paar Worte zu Java 11. Das ist Ende 2018 rausgekommen, also vor 2, 3, 4 Jahren oder so. Und der kostenlose Support von Oracle hat im Januar 2019, also ein paar Monate später, geendet. Man kann Free Community Support, also man kann aktualisierte Versionen, die über die Community aktualisiert werden, noch mindestens bis Oktober in 3 Jahren runterladen. Wenn man darüber hinaus andere Angebote braucht, dann gibt es da auch von ganz vielen verschiedenen Anbietern sowohl kostenlose als auch kommerzielle Angebote für Support. Das heißt, insgesamt ist Java 11 eigentlich ein gutes Release. Das ist das erste moderne Release, was im 6-monatigen Release-Zyklus entstanden ist. Das erste, was darin Long-Term-Support hat, meinte ich. Es hat ein solides Feature-Set auf jeden Fall. Es bringt die ganzen guten Sachen von Java 11 mit. Dann noch Java 9, das Modulsystem, VAR und Java 9 hat auch ganz viele andere API-Verbesserungen, Erweiterungen gegeben, zum Beispiel Stream und Optional, Completable Future, da sind ganz viele Sachen noch dazugekommen, die sind da alle drin. Es ist stabil, es hat guten Support, aber so langsam stapeln sich schon eine Menge Features, die noch dahinter liegen und die Java 11 jetzt zwangsläufig verpasst. Also es gibt eine Menge neue Sprachfeatures, es gibt ein API-Improvements und mittlerweile auch ein paar neue. Die JVM ist auch erweitert worden, bessere Performance, das sind alles Sachen, die man verpasst, wenn man auf 11 ist. Und mein Ziel ist jetzt, euch neugierig zu machen auf das, was nach Java 11 kommt und dafür zeige ich jetzt einen Haufen Code. So, ich habe hier ein Projekt ausgepackt, was die Aufgabe hat, Blogposts zu empfehlen. Also man bist auf so einem Blog und liest so einen Artikel und unten drunter ist dann ja oft, der Artikel hat dir gefallen, liest diese 3 anderen Artikel. Das heißt, er versucht herauszufinden, wie verwandt Artikel sind. Und deswegen habe ich ja als zentrale Metapher die Metapher der Ahnenforschung benutzt, also auf Englisch heißt das Genealogy, um quasi die Verwandtschaft zwischen verschiedenen Artikeln zu bewerten. Und die Artikel sind hier die Linie, es gibt sowohl Artikel als auch Talks oder Videos, also die Videos sind auch nur so Markdown-Files, das sind alles Markdown-Files und also das ganze Video ist natürlich nicht drin, nur quasi ein paar bisschen Meta-Informationen zu dem Video. Und diese ganzen Files sind alle gleich organisiert, wenn ihr schon mal einen Markdown-Blog geschrieben habt, dann kennt ihr das, das ist hier einfach der Text, der im Artikel auftaucht und vorne ist aber so ein bisschen Meta-Informationen dran, was ist denn der Titel des Talks? Mit welchen Tags ist der versehen, wann ist der rausgekommen, das ist der Teil der URL, der sich durch den Blogpost bestimmt, eine kleine Zusammenfassung, all solche Sachen. Und was jetzt dieses Programm macht, ist, ich gehe jetzt gar nicht so ganz ins Detail, aber nur mal grob, damit ihr einen Überblick habt, in diesem Paket empfinden sich Entsprechungen zu diesen Einträgen, hier gibt es Title und hier gibt es Title und hier gibt es Tags und dann gibt es hier auch Tag und Date, gibt es ja schon, Local Date Time, oder Local Date, ist ja gesagt. Slug ist halt Slug, das heißt, ich habe hier so einzelne Entsprechungen für die ganzen Dinger hier vorne und das alles landet dann zum Beispiel im Artikel. Der Artikel hat einen Titel, Tags, Datum, Zusammenfassung, diesen URL-Block und dann noch ein paar, also vielleicht ist er mit einem Repository verknüpft und ganz wichtig, der eigentliche Inhalt, wobei der zwar für den Blogpost wichtig ist, aber nicht für das, was ich hier baue. Das heißt, am Anfang werden einfach all diese Artikel gepasst und dann werden durch diese Ahnenforschung geschleift. Dieser Genealogist hier, hat den Auftrag, die Verwandtschaft zwischen 2 Artikeln herzustellen. Man gibt ihm 2 davon und dann leitet er ab, wie verwandt die sind. Und das ist ein Interface und die ganzen Implementierungen dazu liegen hier in diesem anderen Projekt. Das ist entkoppelt über Services. Das konnte man seit Java 6 schon machen, aber über Java 9 mit dem Modulsystem ist es einfacher geworden. Da sieht man hier, welcher Service, also nur einzelner Service benutzt wird. Aber im Prinzip heißt das, zur Laufzeit finden wir raus, welche Implementierung haben wir denn davon und dann nehmen wir diese Implementierungen, um hier die Verwandtschaft zu bestimmen
Und dann nimmt man quasi alle Artikel und paart die mit allen anderen Artikeln und findet dann, wie gesagt, einmal die Verwandtschaft raus. Und dann wird das hier dann zusammengesteckt. Das heißt, man versucht dann rauszufinden, okay, ich habe hier drei verschiedene Ahnenforscher. Der eine guckt vielleicht auf den Titel, der andere guckt vielleicht auf eine Textähnlichkeit. Kann ich hier so ein bisschen gewichten, welcher mir wichtiger ist als welcher andere. Und dann, oh sorry, hier Recommendation, kommen dann andere so Recommendations raus. Eine Recommendation ist einfach, hier ist ein Artikel und hier ist eine Liste von anderen Artikeln, die dafür empfohlen wird. Das ist so das Endziel quasi. Wenn wir damit fertig sind, dann schreiben wir das in eine JSON-Datei, die hier ist da, Recommendations.json, da steht hier, okay, du hast gerade The Ultimate Guide to Java 9 gelesen, Spitze, dann empfehle ich dir jetzt, diese drei anderen Artikel zu lesen. Das ist der Mechanismus, der hier, das ist das, was hier implementiert wird, das ist dann das Ergebnis. Das ist ein Maven-Projekt, ich könnte das jetzt mit Maven bauen und damit einen dieser Skripte hier ausführen, aber das ist anstrengend und lästig und deswegen machen wir das nicht. Ich habe stattdessen so ein Skript, was das zusammenfasst. Das zeigt am Anfang immer einmal kurz die Java-Version an, auf der es baut oder auf der das Ganze läuft. Dann baut es mit Maven im Hintergrund ganz leise, das ist jetzt hier fertig. Dann lässt es das Programm 10-mal laufen. Das ist 10-mal genau die gleiche Ausführung mit genau dem gleichen Ergebnis. Warum 10-mal? Ich versuche so ein bisschen zu schätzen, was so die Laufzeit hier ist. Das ist natürlich super unzuverlässiges Performance-Testing. Ich habe hier noch einen Stream nebenbei auf, über den ich mit euch rede und das sind alles Sachen, die man auf dem System, was Performance-Test machen sollte, also natürlich nicht machen sollte, hier Browser offen und da oben auf dem anderen Desktop sind noch mehr Browser und E-Mail-Programme und keine Ahnung. Also es geht nur so einen ganz groben Indikator, um so zu sehen, wie die Performance sich so grob bewegt. Was ein bisschen interessanter ist, ist das hier. Das sind 2020 Zeilen Code aktuell. Bei denen fangen wir jetzt an. Gut, und da ist die Codebasis jetzt. Java 11, 2020 Zeilen Code. Ich glaube, Wertzeilen sind da nicht bei und Kommentare glaube ich auch nicht. Ich glaube, es sind Real Line of Code, aber die Details müsste ich jetzt hier irgendwo nachgucken. Das lassen wir jetzt. Wir fangen lieber an, die ganze Sache zu aktualisieren. Ich habe schon gesagt, wir sind auf Java 11. Dann fangen wir jetzt mit Java 12 an. Wir gehen in die POM und sagen hier irgendwo, da, ich will jetzt 12 nehmen. Dann sage ich IntelliJ, der soll das Ganze neu importieren. Das war's schon. Also wer Angst vor Java-Updates hat, so leicht kann es sein. Man braucht nur ein Programm ohne Dependencies und dann. Es kann auch in einem echten System so leicht sein, aber vielleicht ist es doch ein bisschen mehr Arbeit als das. Aber ich glaube, in vielen Projekten, gerade wenn die Dependencies aktuell sind, kann man durchaus Glück haben, dass tatsächlich nicht mehr ist als das. Gut, jetzt können wir Java 9 Sachen benutzen. Eine Sache, die ich euch zeigen will, ist, dass die Completable Future API, andersrum, dass die Completable Future API erweitert wurde. Die Completable Future API ist ja sehr, sehr groß. Die hat ganz, ganz viele Methoden und viele davon klingen ähnlich. Und der Grund dafür ist, dass die API verschiedene voneinander unabhängige Anforderungen erfüllen muss und auch die Kombinationen dazwischen. Zum Beispiel, wenn ich eine Berechnung ausführe mit einem Completable Future und dann kann ich dann nachher noch einen Berechnungsschritt dranhängen. Das ist so ein bisschen wie Map in Optional oder Map in Stream. Ich habe ein Completable Future für die Funktion aus und dann habe ich wieder ein Completable Future. Jetzt kann es aber sein, dass die Funktion selber ein Completable Future liefert. Und bei Stream und Optional habe ich dann Flatmap. Das ist super. Da kann ich also einfach sagen, ich Flatmap diese Funktion, die mir nochmal ein Optional und ein Stream als Ergebnis liefert. Bei Completable Future geht das auch, aber es gibt diese Exceptionally-Variante hier. Es gibt diese Variante, wo man sagt, im Fehlerfall macht das und das. Und im Fehlerfall ging das bis jetzt nicht. Das ist ein bisschen lästig. Das heißt, wenn ich im Fehlerfall was machen will, so wie hier, was auch ein Completable Future erzeugt, dann musste ich hier dieses komische Umweg gehen mit, okay, mach das, aber danach warte, bis der fertig ist und join und das ist irgendwie Murks. Und das brauche ich jetzt nicht mehr machen. Ich kann jetzt die Exceptional Compose machen. Zack. Und was ich auch machen kann, falls diese Berechnung lange dauert und ich will die zwingen, dass sie auf dem Hintergrund-Thread stattfindet, dann gibt es diese Async-Varianten von den APIs. Und die gibt es jetzt von Exceptionally auch. Also ich kann Exceptionally Compose Async machen und dann sage ich der API, auf jeden Fall passiert das hier auf dem eigenen Thread. Ohne das Async kann die API selber entscheiden, ob das der gleiche Thread ist oder der nächste oder ein neuer. Das ist so eine ganz, so eine Lücke quasi in der API, die jetzt gefüllt ist. Dann will ich euch was zeigen zu Stream Collectors. Aber das ist ein bisschen unübersichtlich, deswegen gehe ich da jetzt nicht ganz im Kleinen durch. Aber was ich im Prinzip mache hier ist, ich habe hier einen Stream. Ja, ich gehe hier einen Stream rein. Ich habe einen Stream. Und jetzt will ich diesen Stream zusammenfassen. Aber das Problem, was ich habe, ist, ich brauche zwei Ergebnisse.
will ich nur ein Ergebnis haben, ich will zwei Ergebnisse haben. Diese Relation besteht aus, oder drei, die besteht aus mehreren Einträgen. Und dieser Score muss halt nach und nach berechnet werden. Das passiert manchmal. Manchmal ist man in einer Situation, wo man in einem Stream ist und dann will man eigentlich ein Ergebnis berechnen, aber auch ein anderes gleichzeitig. Zum Beispiel sowas, ich habe einen Stream von Zahlen und ich kann den Durchschnitt berechnen und die Summe und jetzt will ich beides. Das mache ich dann. Und es gibt einen Kollektor für beides und das ist auch hier der Trick, nämlich es gibt einen neuen Kollektor, den ich jetzt hier einfach schon mal statisch importiere, Kollektor Peeing, das ist der hier. Ich muss die ganz anderen Krempel auch mal importieren. Sorry, einmal gleich. So, das müsste jetzt sein, ne? Genau. Ich benutze jetzt diesen Peeing-Kollektor und der ist ziemlich cool. Was der nämlich macht, ist, man gibt ihm zwei andere Kollektoren, dass der jetzt geschachtelt ist, ist ein bisschen unangenehm, das müssten wir, denken Sie aber weg, das wäre nur ein Kollektor, also ein einfacherer Kollektor. Ich gebe dem quasi zwei, nämlich einmal diesen einen und dann diesen anderen und dann bekomme ich zwei Ergebnisse und dann gebe ich einfach eine Funktion dazu, die diese beiden Ergebnisse wieder zusammenfasst. Und jetzt kann man sich diese Stream-Pipeline angucken und sagen, so, uff, das ist aber nicht besser geworden. Und da würde ich euch an dem Beispiel sogar recht geben. Aber wie gesagt, in so einem echten Projekt mit echtem Code findet man nicht immer für alles ein perfektes Ergebnis. Aber viel wichtiger ist, das stimmt, das hier ist ein bisschen komplizierter geworden. Aber ich hatte vorher so eine Klasse hier gebraucht, um diese Logik zu implementieren. Und diese Klasse brauche ich jetzt nicht mehr. Und so ähnlich kann das öfter ergehen. Wenn man zwei verschiedene Ergebnisse haben will, dann hat man bis jetzt eher umständliche Lösungen bauen müssen oder ist zurück zu einer Vorschleife gegangen. Und ich kann jetzt ganz leicht sagen, benutze den einen Kollektor, benutze den anderen Kollektor. Wenn beide fertig sind, ist hier eine Funktion, die die beiden Ergebnisse zusammenführt. Das finde ich sehr gelungen. So, jetzt, was es noch gibt, ist Application Class Data Sharing. Das macht so ein bisschen die Bootzeiten kürzer. Das würde ich an der Stelle jetzt aber überspringen. Und stattdessen dann lieber mit so Sprachfeatures und APIs weitermachen. Das ist meistens ein bisschen spannender. Da gibt es in Java 11, gibt es in Java 12 und 13 aber nichts Spannendes mehr, was ich hieran zeigen kann. Deswegen springen wir jetzt direkt zu 14. Sagen wir, wollen den Java 14 haben. Dann reimportieren wir das Projekt. Das war das. Und dann zeige ich euch jetzt was ganz Angenehmes. Und zwar hier. Hier ist ein Twitch. Ich habe hier zwei Posts und ich will anscheinend ableiten, wie verwandt die sind. Und diese Typed Relations, die enthält der eine, ich habe den einen Post und den anderen Post verglichen. Da haben die mal so einen String, um den zu identifizieren, welcher Genealogist das war. Aber dann kriegen die vor allem eine Score. Und dieser Block da ist, um die Score zu bestimmen. Und was ich hier brauche, ist, ich will sagen, abhängig davon, was der zweite Artikel ist, ob das ein Artikel ist, ob das ein Video ist oder ob es ein Talk ist, also am Ende eines Blogposts, der aus Text besteht, könnte auch sein, hey, guck dir danach dieses Video an, das hat damit was zu tun. Und anscheinend will ich hier meine Videos promoten, deswegen gebe ich denen hier einen höheren Score als anderen Artikeln. Das heißt, was ich hier mache, ist, ich will im Prinzip mir den Typ von Post 2 angucken und dann darauf abhängig so einen Switch machen. Das ist schon mal ziemlich hässlich, hier über diesen Simple Name zu switchen, da sehen wir nachher noch was Besseres. Aber wir können sich auf den Switch konzentrieren. Der Switch ist auch schon nicht so angenehm. Der enthält nämlich, ich muss am Anfang diese Variable leer zuweisen, also mit dem Default-Wert oder halt irgendwas, was ein Standardwert für mich wäre. Case, dann mach das, dann break, dann mach das, break und so. Das ist halt unangenehm. Was ich im Prinzip hier ausdrücken will, ist, dieser Block berechnet ein Ergebnis und das Ergebnis will ich Score zuweisen. Und das geht mit Switch Expressions. Das heißt, Switch kann jetzt eine Expression werden. Ich kann sagen, okay, Switch da drüber. Wenn es ein Artikel ist, dann ist das Ergebnis 50. Wenn es ein Video ist, dann ist das Ergebnis 90. Und wenn es ein Talk ist, dann ist das Ergebnis 20. So. Und ansonsten, ist 0. So. Und so habe ich es jetzt gekürzt über diese Switch-Expression. Ich muss da keine Pfeile hinmachen. Ich hätte das mit Doppelpunkt auch weiter benutzen können, aber das ist umständlicher. Gerade wenn das Ergebnis sehr simpel ist und man keinen Fall-Through haben will, ist diese Pfeilform deutlich überlegen. Genau, und damit kann ich so Switches kleiner machen. Was ich in der Vergangenheit ganz oft gemacht habe, weil mich Break so nervt, habe ich ganz oft den Switch in eine eigene Methode gesteckt, damit ich auf jeder Zeile returnen kann, das Ergebnis, statt noch ein Break, das Ergebnis zuzuweisen und ein Break. Aber das ist unschön. Und so ist es wesentlich angenehmer, wesentlich flexibler zu benutzen.
Dominik hat gefragt, ob es später eine Videoaufzeichnung gibt. Jawohl, die läuft, glaube ich, gerade, wenn ich es richtig verstanden habe. So, dann wollte ich, wohin? Ah ja, genau, ich wollte eine Null-Pointer-Exception forcieren. Ich wollte Null-Pointer-Exception zeigen, weil die spannend sind. Wo hatten wir das denn? Hier unten. So, ich mache es ganz Dummes, ich schreibe hier einfach Null hin. So. Das heißt, da wird irgendwo eine Null-Pointer-Exception rauskommen. Und wenn ich jetzt das Programm hier benutze, dann sage ich mal, ich will jetzt Java 14 haben. Ich benutze übrigens SDK-Man, um leicht die Java-Version zu wechseln. Wer unter Linux oder macOS ist, dem kann ich das nur wärmstens ans Herz legen. Unter Windows funktioniert es, glaube ich, nicht. Oder hat es zumindest vor kurzem noch nicht. Weiß nicht, ob es jetzt mittlerweile eine Version dafür gibt. So, jetzt lassen wir das ein paar Mal laufen. So. Und, hey, Moment mal, es gab keine Exceptions. What the? Oh, right. Das liegt daran, dass dieser Fall hier eintritt. Mein Fehler. Ich habe es nicht geschafft, eine Exception zu provozieren. Jetzt müsste es eine geben. Ja, okay, super. Das einfach nur ausführen und dann sehen wir, kriegen halt eine Null-Pointer-Exception. Das ist die klassische Null-Pointer-Exception, wie man sie kennt. Der sagt, okay, es gab eine Null-Pointer-Exception und dann sagt das Ding an die Zeile. So, wenn ich jetzt Zugriff auf den Code habe, ist das meistens relativ leicht nachzugucken. Also wenn ich Zugriff auf den Code habe, dann kann ich jetzt hingehen, Main, Zeile 30 und dann sehe ich, hier gab es eine Null-Pointer-Exception und mit scharfem Auge erkenne ich dann, eigentlich kann das nur Config gewesen sein, was die Null-Pointer-Exception gegeben hat. Aber das ist nicht immer so offensichtlich. Es gibt ja öfter, hat man mal mehrere Methodenaufrufe hintereinander weg und wenn einer von zwischendurch Null herausgibt, ist das ein bisschen unangenehm, dann funktioniert der Trick nämlich nicht mehr, dass man einfach in die Zeile guckt. Da muss man schlimmstenfalls das Ganze laufen lassen. Ein anderer Aspekt ist, dass manchmal gerade in größeren Projekten die Leute, die Logs lesen oder die den First-Level-Support machen, vielleicht tatsächlich nicht so geschult darin sind, den Quellcode zu lesen oder vielleicht gar keinen Zugriff darauf haben. Und in dem Fall hilft es, wenn man ein bisschen mehr Informationen hat. Und ich kann jetzt mal kurz in dieses Run-Script gucken. Das ist hier der Befehl, den wir ausführen. Und den Befehl erweitere ich jetzt. Ich sage jetzt, ich möchte dieses Command-Line-Thread noch ausführen. Ihr seht schon, ich habe das hab ein Skript, worauf ich das klaue, damit ich nicht tippen muss. Ich tippe nämlich nicht immer so sicher geradeaus. Also, neues Command-Line-Thread aktivieren, show code details in exception messages. Und wenn ich das jetzt ausführe, dann bekomme ich deutlich mehr Informationen. Dann bekomme ich die Information, welche Methode, nämlich Article Folder, sollte aufgerufen werden, auf welche, also und was ist das schiefgelaufen? Er sagt jetzt hier, weil Config null war. Das heißt, ich konnte die Methode nicht aufrufen, weil Config null war. Und das Coole ist, wenn ich jetzt tatsächlich so Methodenaufrufe habe, wo ich drei Stück hintereinander habe und der erste davon gibt null zurück und der zweite wirft dann eine Null-Pointer-Exception, dann steht das ja auch. Dann steht hier, weil der Aufruf der Methode davor null zurückgegeben hat. Das heißt, die JVM ist relativ clever, weil eigentlich weiß die das zu dem Zeitpunkt schon gar nicht mehr. Die muss quasi ein Stück den alten Zustand versuchen zu rekonstruieren, um diese Information wieder auszugraben. Genau, und das kann man mit diesem Command-Line-Flag aktivieren, ab 14. Ich glaube, später wird das irgendwann zum Standardwert, das Command-Line-Flag. Das kann ich jetzt gerade gar nicht so genau sagen, ab wann das ist. So, dann, das war schon 14, gehen wir zu 15. So, neuer Import, Java 15. Ich habe euch ja gesagt, dass das Ganze hier so JSON erzeugt. Ach, steht das jetzt nicht mehr da, weil gerade der Lauf davor nicht funktioniert hat. Na gut, dann machen wir den mal wieder heile hier. Zack. Dann lassen wir es nochmal laufen. Man könnte, wenn man JSON erzeugt, ist die typische Herangehensweise, ja, man nimmt dann dafür eine Library, die einem das schreibt. Und das ist auf jeden Fall auch typischerweise richtig. Wäre vielleicht sogar in diesem Fall richtig gewesen. Der Grund, warum ich nicht gemacht habe, ist zum einen, weil ich irgendwie nur 20 Zeilen Code brauche, um das JSON selber zu erzeugen. Da denke ich mir, so brauche ich dafür wirklich eine ganze Dependency. Aber auch, ich will euch ja was zeigen. Das war auch ein wichtiger Punkt. Das heißt, wenn ihr JSON selber schreibt, das ist wahrscheinlich nicht so häufig, zumindest nicht im Production Code, aber vielleicht in Tests hat man vielleicht schon mal kleine JSON-Snippets oder das gleiche für SQL oder ein anderes Format wie XML oder so, wo man so Parser-Tests vielleicht machen will, ob eine Konfiguration richtig gelesen wird, ob richtig auf Fehler reagiert wird. Manchmal hat man auch mehrzeilige Fehlermeldungen, die man schreiben will oder HTML-Schnipsel, sowohl im Production Code als auch dann vielleicht in Tests, wenn man da was testen will. Zum Beispiel, wenn man verifizieren, dass der zurückgegebene HTML-Code etwas Konkretem entspricht.
Und für all diese Sachen kann es praktisch sein, wenn man mehrzeilige, wenn man leicht mehrzeilig mehrzeilige Strings erzeugen kann. Das ist in Java aber relativ umständlich. Ich habe mir hier schon Mühe gegeben, das so gut zu machen, wie es geht. Ich habe, beziehungsweise eigentlich ist das ein bisschen komisch, wenn man das da, ich laufe nach hinten. So. Das heißt, im Prinzip habe ich schon versucht, dass jede Zeile auf ihrer eigenen Zeile ist. Ne? Die enden alle mit Backslash N und ich mache Tab Indentation, weil natürlich, was sonst? Und das habe ich ja auch nachgebildet. Hier ist ein Tab und dann sind hier zwei und dann ist hier Titel. Und wenn man das so ein bisschen sich anguckt, dann kann man vielleicht wiedererkennen, dass das so dieser Block hier ist. Geschweifte Klammer, Titel, dann der Titel. Ne? Das ist hier geschweifte Klammer, Titel, Titel, Recommendations, dann dieser Platzhalter hier, wo noch was anderes reinkommt, was weiter unten beschrieben wird. Und dann das Array wieder zu und all sowas. Okay. Das funktioniert, aber ich würde jetzt nicht gerade behaupten, dass es schön oder besonders lesbar wäre. Und da gibt es jetzt seit Java 15 ist das finalisiert, gibt es Textblocks. Textblocks funktionieren so, man fängt an mit drei Anführungsstrichen, danach kommt ein neuer Zeilenanfang, der ist wichtig, der Zeilenanfang hier ist Teil der Öffnung quasi. Und jetzt kann ich einfach das hier machen, was ich hier irgendwie schwierig konstruiert habe, kann ich einfach tippen. Also geschweifte Klammer, also Tab, geschweifte Klammer auf, dann nochmal Tab, Title ist Title. Und dann Komma, dann haben wir hier, das kommt in Anführungsstriche, ne? Die Anführungsstriche muss ich wieder escapen. Also jetzt macht IntelliJ das. Wobei, ich warte mal kurz, macht er das eigentlich, wenn ich die da reinkopiere, nimmt er die dann raus? Können wir ausprobieren. Das hat nicht so funktioniert. Also, das hätten wir. Wir wollten haben Tab, Recommendations. Neue Zeile. Das brauchen wir alles auch nicht. Dann kommen hier die Recommended Posts. Auch in Anführungsstriche. Und dann kommt wieder Tab, eckige Klammer zu. Und Tab, geschweifte Klammer zu. Und das brauchen wir nicht mehr. Okay. Das muss ich jetzt nicht zwar mit der Hand machen. Ich hätte es auch mit IntelliJ machen lassen können, aber ich wollte es euch so ein bisschen zeigen, wie das hier so funktioniert. Also, wie gesagt, drei Anführungsstriche hintereinander, dann ein neuer Zeilenumbruch. Dann kann man es mehrzeilig reinschreiben. Und dann kommen noch der Anführungsstriche ans Ende. Das Coole an den Textblocks ist, was Java besser macht, finde ich, als andere Sprachen, wo ich mir ein bisschen anguckt habe, wie das funktioniert, ist, dass der Compiler, der zuständig ist, das in String umzuwandeln, versucht herauszufinden, welcher Teil der Einrückung ist dann absichtlich und welcher Teil der Einrückung ist versehentlich. Damit meine ich, dieser Tab hier, der ist, und die beiden, die sind absichtlich, die sollen bitte im Ergebnis sein. Aber der ganze Krempel hier vorne, der ganze Krempel hier vorne, den will ich nicht. Der soll nicht Teil des Strings sein. Der ist nur Teil der Einrückung des Codes. Und tatsächlich funktioniert das auch so. Ich weiß nicht, ob ihr das hier erkennen könnt mit der Übertragung. Hier ist eine ganz kleine, dünne Linie, so eine grüne. Die hat IntelliJ dahin gemalt, also die geht hier runter, um mir zu zeigen, wo der echte Teil des Strings beginnt. Und das kann ich bestimmen hier darüber, wo ich dieses Ding hier hinmache. Wenn ich das hier weiter nach vorne ziehe, dann kriege ich tiefere Einrückung, weil das jetzt tiefer eingerückt ist. Oder weiter nach hinten. Also das macht keinen Unterschied mehr, weil dass hier jetzt der ist, der am weitesten vorne ist. Aber der Algorithmus, der das bestimmt, ist ganz witzig. Der muss so ein paar Schritte in einer gewissen Reihenfolge machen, damit ungefähr das Erwartete rauskommt. Ich kann es jetzt hier oben auch noch machen, aber ich spare mir das jetzt. Also ich kann hier auch noch Textblocks draus machen und hier. Und kann das dann, also das denke ich deutlich lesbarer als das, was davor da war zumindest. Diese Textblocks sind wie normale Strings. Das heißt, die sind nicht raw. Ich kann da drin immer noch Escape-Sequenzen benutzen und an vielen Stellen muss ich es auch. Wo ich es nicht muss, ist für Tabs. Muss ich normalerweise auch nicht für Tabs. Also ich muss es nicht machen für Newlines und ich muss es auch nicht machen für Anführungsstriche. Und der Grund dafür ist dadurch, dass drei Anführungsstriche was Besonderes sind und nicht mehr der einzelne, kann ich den einzelnen einfach benutzen. Und das ist für XML, HTML, JSON natürlich sehr angenehm. Aber davon abgesehen sind das die ganz normalen Strings. Das heißt, die sind nicht raw, also so ein bisschen dümmer quasi, die werden nicht per se genommen, aber die sind auch nicht cleverer, dass man versuchen würde, Variablen zu interpolieren und da einzutragen. Wenn ich in der Situation bin, in der ich ein String formatiere, also indem ich Variable im String ersetzen will, dann würde ich dafür weiterhin String Format benutzen. Ich habe hier die statische Methode String Format importiert, um dann hier zu sagen, okay, das ist der String, den du nehmen sollst, und dann sollst du ersetzen hier durch diese Process-ID und hier durch die Runtime-Version.
Das ist okay, aber bei Textblocks wird das unangenehm, weil der Textblock ist ja potenziell lang und es ist ja unschön, wenn ich so vielleicht 5 oder 8 Zeilen Textblock habe und da drumherum dann diesen statischen Format-Call, den brauche ich den nicht mehr. Es gibt jetzt eine Instanzmethode, die heißt Formatted, die ist genauso wie, die funktioniert genauso wie Format auch, nur dass sie halt den String nicht mehr braucht, sondern es auf den String aufruft. Das ist also äquivalent. Das ist natürlich auch praktisch bei einzeiligen Strings, aber besonders bei mehrzeiligen ist das, kommt das sehr gelegen. Gut, wenn ihr Fragen habt, ihr könnt jederzeit sowohl Q&A als auch im Chat, habe ich ja gesagt, was loswerden. Ihr müsst nicht warten, bis ich Luft hole, das passiert eh nicht. Das heißt, ich würde jetzt weitermachen mit Java 16. Dann wollen wir mal schauen, wo wir unsere POM haben. Java 16, dann machen wir einen Reimport. Und dann fangen wir doch mal an und mit dem etwas weniger spektakulären Feature, bevor wir zu Records kommen. Also das etwas weniger spektakuläre Feature sind Type Patterns. So, also diese Instance Off Checks macht man eigentlich gerne aus verschiedenen Gründen. Wir kommen später dazu, dass wir den wichtigsten Grund davon quasi tackeln können, aber das machen wir jetzt noch nicht. Was wir jetzt erstmal machen ist, wir machen diese ganze Kette ein bisschen einfacher. Also was hier jetzt steht, ist ja, wenn das ein Artikel ist, dann cast the post zu Artikel und dann ruft darauf Repository auf. Der Hintergrundgedanke ist, ich will gucken, ob dieser Post ein Repository hat, aber die Post selber, das Interface, hat diese Methode nicht. Ich habe sie stattdessen nur auf den Artikel und das Video gepackt. Das liegt daran, dass es ein Beispiel ist. Wenn es kein Beispiel wäre, dann hätte Post auf jeden Fall das und alle anderen würden, wahrscheinlich sähe das dann so aus, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich hätte ich dann das gemacht. Default, optional, Repository und so weiter. Das Repository. Return, optional, empty, right? So wäre es dann wahrscheinlich gelaufen. Dann könnte ich das nämlich, so schreibt man das nicht, dann könnte ich das hier einfach aufrufen. Und dann brauche ich mir jetzt Cards, kann man alles sparen, dann kann ich es einfach so machen. Die Annahme ist, dass das aus irgendwelchen Gründen nicht geht. Und da gibt das nämlich nicht so richtig viel Sinn, was ich hier tue. So. Gut, also was kann man jetzt hier leichter machen als jetzt? Was hier im Prinzip dieser Check macht, was diese Zeilen hier machen, sind 3 Sachen auf einmal. Wir prüfen, ob eine gewisse Bedingung erfüllt ist, also sprich, ob Post ein Artikel ist. Dann erstellen wir eine Variable, die ist hier implizit, die taucht hier nicht explizit auf, aber wir erstellen quasi eine Variable und dann weisen wir dieser Variable den Wert zu. Das heißt, ja, okay, wir weisen das jetzt als Post, wir erstellen quasi eine Variable als Post. Man könnte, wenn man das wollen würde, so ausschreiben und sagen, Post ist, Entschuldigung, nee, natürlich nicht, falsch rum. Article Post. So könnte man das umschreiben. Dann ist es explizit, dann sieht man diese 3 Schritte, nämlich der Check, die Deklaration und das Assignment. Und was Patterns machen, sind genau diese 3 Schritte zusammen. Die prüfen irgendetwas, dann für all das, was davon interessant ist, was immer das genau heißt, erstellen sie Variablen und die werden dann, zugewiesen. Und in Java sieht das relativ leicht aus, ich kann einfach das machen. Ich kann sagen, post instance of article und dann hänge ich den Variablen-Namen dran. Und was dann passiert, ist, dass falls post tatsächlich ein Artikel ist, dann wird da halt der Variable Artikel zugewiesen und deswegen ist die auch überall, wo diese Bedingung erfüllt ist, kann ich Artikel benutzen und danach halt nicht mehr. Ne? Also nur in dieser Zeile hier kann ich sicher sein, dass Artikel, nur in dieser Zeile ist sichergestellt, dass Artikel tatsächlich oder das Post tatsächlich vom Typ Artikel ist und dementsprechend ist auch die Variable Artikel nur in dieser einen Zeile definiert oder erreichbar. Genau, das kann ich so jetzt auch noch machen. Dann mache ich auch noch im Video. Kommen wir zum Beispiel nachher nochmal zurück und machen einen anderen, beheben ja dieses, ein anderes Problem, was dieses Stück Code hat. Dominik fragt, was passt für Einrückung Textblocks? Was passiert, wenn man für das Einrücken sowohl Tabs als auch Spaces verwendet? Also der Textblock versteht sowohl Tabs als auch Spaces, dem ist egal, was du benutzt, aber er behandelt alles als gleich breit. Also ein Tab ist ein Character.
Und ein Space ist auch ein Character. Das heißt, wenn du zeilenweise Tabs und Spaces mischt, dann wird das Ergebnis wahrscheinlich ziemlich wild. Aber das ist wahrscheinlich eh nicht ideal. Aber wenn du zum Beispiel den Quellcode mit Spaces indentieren möchtest, dann kannst du den Quellcode mit 8 Spaces indentieren und dann von da aus Tabs weiter benutzen, wenn du das magst. Also oder Spaces weiter geht natürlich sowieso. Du kannst auch die Einrückung nur mit Tabs machen und dann den Textblocks weiter mit Spaces einrücken oder halt nur mit Tabs. Nur zeilenweise sollte es, wenn es geht, identisch sein, weil sonst, dadurch, dass ein Tab auch genauso ein Character ist wie ein Space, fliegt das sonst einem um die Ohren. Gut. Jetzt wollte ich euch Records zeigen. Fangen wir an mit einem ganz, ganz leichten Use Case. Oder mit, nein, wir fangen mit einem typischen Use Case an. Fangen wir das typisch an, bevor wir jetzt was ungewöhnlich. Also nicht einen leichten Use Case, sondern etwas ausgefallenen Use Case. Was anderes. Wir fangen uns mit Repository an. The Repository ist, das ist die Klasse. Das ist die Klasse, die, oh, jetzt muss ich was finden, was ein Repository hat. Das ist nicht so einfach. Talks haben meistens eins. Ah, crap, aber hier haben die Talks keins. Ich finde was, keine Sorge. Bestimmt. Super. Hier, Repo. Das Front-Matter enthält manchmal so ein Identifier für das Repository. Das heißt, dieses Video hat ein Repository mit Codebeispielen dazu und das möchte ich identifizieren, damit ich das auf der Webseite zeigen kann. Also hinterlege ich hier in diesem Meta-Information für dieses Video hier. Okay, es gibt ein Repository dazu. So. Und dieses Repository wird dann, wenn ich mir das Video und diese Videoklasse nachher angucke, dann sieht man hier, dass die einen Repository-Eintrag hat. Und dieses Repository ist aber wirklich simpel. Das ist nur ein Identifier. Mehr ist das nicht. Also das heißt, ich habe hier einen Konstruktor, der weist das zu. Ich habe einen Accessor, der gibt das zurück. Ich benutze Identifier in Equals. Ich benutze Identifier in Hashcode. Ich benutze Identifier in ToString. Very, very boring. Aber vor allen Dingen lenkt der ganze Code davon ab, was hier eigentlich vor sich geht. Eigentlich ist Repository einfach nur ein Träger für Daten. Genau genommen ist es ein transparenter Träger. Das heißt, der versteckt nichts von mir. Ich kann auf den Identifier jederzeit zugreifen. Und er ist immutable. Das heißt, ich kann den Identifier nicht neu zugreifen. Und genau das ist dafür, wofür Records da sind. Records sind dafür da, dass Klassen, die immutable carriers of transparent, sorry, transparent data of immutable, transparent carriers of immutable data. Jetzt habe ich es. Klassen, die transparent carriers of immutable data sind, die kann man durch Records ersetzen. Und das ist hier der Fall. Das ist sehr häufig der Fall. Und wenn ich das mache, dann sage ich, okay, das ist keine Klasse, das ist ein Record. Und die hat hier einen Identifier. Das ist die Komponente. Und für eine Komponente kriege ich Feld, kriege ich einen Konstruktor, wir gucken uns gleich noch was an. Ich kriege diesen Accessor, ich kriege eine Equals-Methode, die genau das checkt, ich kriege eine Hashcode-Methode, die genau das verwendet und ich kriege eine ToString-Methode. Die Methoden, also die ToString-Methode zum Beispiel, sieht nicht ganz genauso aus wie das hier, aber meistens will ich ToString ja auch nur haben, damit ich es beim Debuggen lesen kann und nicht, weil das irgendwie meine Business-Logik, wichtig für meine Business-Logik ist. So. Wenn wir noch kurz in den Konstruktor gucken, dann sehen wir, dass der Konstruktor allerdings was macht. Also erstmal, das ist jetzt ein fertiger Rekord. Ich kann jetzt fertig sein. Ich habe alles, was ich brauche, Feld, Konstruktor, equals Hashcode, ToString und ein Accessor. Ich bin done. Aller Code, der Records benutzt, der Repository benutzt, funktioniert genauso weiter wie vorher. Bis auf die Checks, die ich hier im Konstruktor mache. Das ist ja auch rausgeschmissen. Die würde ich schon gerne behalten. Ich will nämlich gucken, dass der Identifier nicht null ist und außerdem will ich gucken, dass er nicht blank ist. Den Check würde ich gerne behalten. Und wir sehen hier schon, was ich jederzeit machen kann. Ich kann in einem Record einzelne Komponenten überschreiben. Ich kann sagen, nee, der Default-Konstruktor gefällt mir nicht. Oder der Accessor gefällt mir nicht. Wobei, das ist ein bisschen touchy, weil es gibt so ein paar Regeln beim Record, an die man sich halten muss. Wenn man den Accessor überschreibt, kann es sein, bricht man die relativ leicht. Aber ich kann Equals zum Beispiel überschreiben, weil ich vielleicht weniger Felder für Equals benutzen will. Oder für Hashcode noch viel mehr. Das heißt, ich kann Sachen überschreiben, die mir nicht gefallen. Auch den Konstruktor. Das ist total valide. Es gibt noch eine andere Variante. Wenn ich den Konstruktor anfassen will, der genau diese Parameter alle bekommt, dann gibt es eine kompaktere Form, wo ich die Parameter nicht nochmal aufzählen muss. Der ist einfach leer. Darf ich allerdings keine Felder zuweisen, dann mache ich das. Das heißt, wenn ich einfach nur so einen Block mache, das ist so ein bisschen wie so ein Initializer-Block, sieht das aus, dann heißt das, okay, das ist der Konstruktor, der genau diese Methoden hat, das ist der kanonische Konstruktor, genau, die Parameter hat, das ist der kanonische Konstruktor und dann kann ich den kompakt aufschreiben, indem ich die Parameterliste einfach weglasse.
Das heißt, der Code wird quasi am Anfang ausgeführt. Ich mache also meinen Require-Non-Null-Check, ich mache meinen Is-Blank-Check. Ich weise das diesem Feld, diesem Parameter-Identifier zu und der wird dann nachher auf das Feld gesetzt. So und so können wir jetzt im Prinzip durchgehen und ganz viele Klassen, die hier drin sind, sind so. Wir können auch IntelliJ darum bitten, hier convert to a record, dann macht er relativ viel schon alleine. Leider schmeißt es Equals und Hashcode nicht weg. Ich gehe davon aus, dass es daran liegt, dass das nicht ich weiß nicht, ob er es nie tut, also ob IntelliJ das nie tut, oder nur wegen der Art und Weise, welche Equals und Hashcode-Methoden ich erzeuge, die hier so Objects Hash benutzen und die wie diese Art aufgestaffelt sind. Ich vermute, es will verhindern, dass es versehentlich eine Equals-Implementierung wegschmeißt und dann das Verhalten verändert. Aber in den Fällen können die raus. Das muss ich leider jetzt hier nur mit der Hand machen. Lohnt sich kurz reinzugucken, aber danach kann man es eigentlich rausschmeißen. Gut, und dann kann ich hier, wenn ich möchte, nochmal das Gleiche machen wie gerade. Ich kann sagen, okay, hier nehme ich den kanonischen Konstruktor. Ich gucke erst, dass Text nicht null ist. Dann habe ich hier unquoted Text erzeugt, um die Outer Quotation Marks zu removen. Also wenn ich eine Description mit Anführungsstrichen bekomme, will ich die Anführungsstriche wegschmeißen. Und danach sollte es bitte nicht leer sein. All das kann ich weitermachen, aber wie gesagt, ich kann nicht selber das Feld zuweisen. Das heißt, am einfachsten geht das, wenn ich einfach das Argument immer neu zuweise. Ich kann auch weitergehen, man kann auch viele andere Sachen weiterhin machen. Also hier zum Beispiel Tag hier, mache ich auch einen Record draus. Ja, das ist in Ordnung. Der hat mich jetzt gewarnt, dass der Konstruktor public geworden ist. Das ist tatsächlich spannend. Das ist nämlich was ich eigentlich will. Das ist ein bisschen ärgerlich. Weil eigentlich will ich, dass man diese Static Factory Methode benutzt und nicht den Konstruktor direkt. Aber Records brauchen einen Public Konstruktor. Das ergibt Sinn. Ist jetzt für mich ein bisschen ärgerlich. Aber gut, was ich jetzt wahrscheinlich einfach machen würde, ist, ich würde Deprecated dran schreiben. Und dann, hier geht nicht mehr, oder? Ne, genau. Aber hier dann drüber. Use static factory instead. Keine Ahnung. Oder ich schmeiße die static factory Methode weg. Oder wenn mir der private Konstruktor wirklich wichtig ist, dann mache ich halt keinen Record draus. Das ist natürlich auch immer möglich. Ne? Also nur weil, wenn der Record sich wehrt, dann ist das ein Zeichen, dass man vielleicht gar benutzen sollte. Records können auch, also ich habe schon gesagt, man kriegt diese Felder geschenkt, die sind alle final. Man kann auch keine neuen dazu machen. Es gibt so ein paar Regeln, an die man sich halten muss. Aber man hat trotzdem noch relativ viele Möglichkeiten, normales Class-Building zu betreiben. Das heißt insbesondere, dass ich ein Interface implementieren kann. Also das hier zum Beispiel, dieser Record ist comparable und das ist überhaupt kein Problem. Ich kann einfach noch ein Interface implementieren und hier dann zusätzliche Methoden implementieren. Da spricht gar nichts gegen. Gut, dann zeige ich jetzt ein bisschen ausgefalleneren Use Case. Und zwar in der Post Factory. Ah, genau, Christoph, gute Frage. Hast du zufällig Informationen, ob Serialisierungsframeworks wie zum Beispiel Jackson schon Records unterstützen? Ja. Zufällig, ich hoffe, das enttäuscht dich nicht. Es gibt den Insight. Oh, geht das? Nee, das geht natürlich nicht. Moment, ich hab's gleich. So. Insight.java kann ich sehr ans Herz legen. Informationen von was? News and Views from the People who Work on Java at Oracle. So, muss ich mir nicht aus den Fingern sagen. Und wir haben einen Podcast. Ich sage wir, aber ich habe damit nichts zu tun, das machen alles andere großartige Leute. Und hier gibt es eins zum Thema Record Serialization. Hier. Wenn dich das mehr interessiert, dann kann ich dir das geben. Das schmeiße ich mal kurz in den Chat. Ich sage, das ist ein konkreter Podcast, der sich mit dem Thema beschäftigt, der auch erklärt, warum das einfacher ist und wie unter anderem Chris Haggerty auch dabei geholfen hat, das zu unterstützen. Um deine eigentliche Frage zu beantworten, Chris hat hier einen Artikel dazu geschrieben. Ich kann ihn nicht auswendig, aber ich kann kurz nachgucken, welches waren. Einer von den beiden vielleicht. Jackson, Johnson. Frag mich nachher nochmal. Ich bin NipaFX auf Twitter. Schick mir nochmal eine DM da oder kannst mich auch so antwittern, wenn du da bist. Ansonsten nipafx.dev ist meine Website. Da ist irgendwo auch eine Kontaktseite. Da kannst du auch mir eine E-Mail schicken.
Da gucke ich das nochmal genau nach. Also es gibt zwei oder drei, die das schon unterstützen. Jetzt gerade, jetzt ärgert es mich selber, dass ich nicht weiß, welche das sind. Das hier ist es. Ah, da ist es. Da ist die Liste. Sorry für den Sidetrack, aber es ist eine gute Frage, wie man das in der Praxis benutzen kann. Serialization mit Records ist übrigens viel angenehmer. Sowohl für die Leute, die am JDK arbeiten, weil alle Sachen viel klarer zusammenarbeiten, aber auch für uns. Nämlich, zum Beispiel weiß man, dass beim Deserialisieren immer der Konstruktor aufgerufen wird. Das ist ja normalerweise nicht der Fall. Beim Deserialisieren wird normalerweise nicht der Konstruktor aufgerufen, weil ja kein Grund zur Annahme besteht, dass wenn ich die Werte der Felder dem Konstruktor übergebe, dass sie dann auch dann irgendwo, also dass die Zuweisungen alle passieren, dass der Zustand der gleiche ist. Aber Records müssen das, weil sie transparente Träger sind. Müssen die garantieren, dass wenn man sie auseinander nimmt und wieder zusammensetzt, dass sich dann nichts, dass das funktioniert. Und deswegen gibt es immer einen Konstruktor, der all diese Werte hier oben nimmt. In dem Fall ist es nur einer, aber auch wenn ich hier oben 8 Werte stehen hätte, gibt es einen Konstruktor immer, der all diese 8 Werte nimmt. Und es gibt ja auch für alle 8 Felder einen Accessor jeweils. Und auf die Art und Weise kann die Deserialization und Serialization Framework sehr schön ein Record auseinandernehmen und wieder zusammensetzen. Gut. Dann gehen wir jetzt hier hin. Anderer Anwendungsfall für Records. Und zwar benutze ich hier das da. Also was ich hier mache ist, ich parse diese Zeilen. Ach, mit dem Doppelpunkt. Und zwar will ich das Ding haben und das Ding haben. Also splitte ich auf den Doppelpunkt. Also das, man kann das schon cleverer machen, ja? Aber das funktioniert. So, zumindest für den Code, für die Dateien, die ich da hinterlegt habe. Ich splitte hier also am Doppelpunkt und Limit 2 heißt, glaube ich, dass ich höchstens 2 Ergebnisse zurückbekomme. Das heißt, selbst wenn es 5 Doppelpunkte gibt, splittet er am ersten. Das heißt, das funktioniert, glaube ich, sogar. Dann mache ich hier so ein paar Checks und wenn das alles erfüllt ist, dann würde ich das gerne zurückgeben. Ich würde gerne dieses Paar zurückgeben, dieses Paar an, an Strings, nämlich den Key und den Value. So heißen die in diesem Front-Matter. Das ist ein Key und das ist ein Value. Jetzt heißt es zufällig Key-Value. Das heißt, wenn ich hier so ein Map-Entry dafür missbrauche, dann ist das vielleicht gar nicht so schlimm. Aber eigentlich ist das nicht Ziel der Sache. Eigentlich ist es nicht Ziel der Sache, dass ich ein Map-Entry für alles missbrauche, was zufällig genau 2 Werte sind. Und mit Records ist es wirklich einfach, was Besseres zu machen. Ich kann einfach sagen, private record front matter line mit einem key und einem value. So. Und dann kann ich hier das Ding erzeugen. So. Und hier das Ding zurückgeben. So. Und jetzt gibt es irgendwo Compile-Fehler. Da trage ich jetzt das hier ein. Das ist aber nicht get key, sondern key, was ich auch super finde. Ich mag Getter nicht. Also ich versuche Getter zu vermeiden, weil das immer so dazu führt, dass man ganz viele Informationen rumreicht, wenn man nicht rumreichen sollte. Aber vielmehr versuche ich das Wort get zu vermeiden. Und Records machen das zum Glück auch. Das kommt mir sehr gelegen. Gut, das heißt, hier habe ich, ich kann damit also, wenn ich in einer Situation bin, wo ich mal schnell was brauche, wo ich mal schnell eine Klasse brauche, um 2 Sachen zusammenzustecken oder 3 Sachen zusammenzustecken, dann kann ich das typischerweise in einer Zeile eben dahin deklarieren und die Dinger funktionieren einfach. Die haben einen Konstruktor, die haben einen die haben Accessor, die haben aber auch ein Equals, was funktioniert. Ich kann das also auch in eine Hashmap schmeißen als Key und trotzdem geht nicht alles kaputt. Das ist also echt praktisch, dass man das einfach so machen kann. Wenn man das jetzt möchte, dann kann man das noch ein bisschen weiter treiben. Und zwar muss ich nachschauen, das war hier. Ah ja, genau. Also hier habe ich so ein ähnliches Problem wie gerade. Ich brauche so ein Pärchen aus 2 Sachen und hier habe ich mich aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen nicht getraut, Map Entry zu benutzen, sondern habe hier so eine eigene Klasse benutzt. Okay, wir wissen jetzt schon, wie das geht. Ich kann hieraus einfach Record machen. Und ich kann sogar einfach IntelliJ sagen, es soll das machen. Super, so, jetzt ist ein Record. Und jetzt bitte nicht schreien davonlaufen. Ihr müsst das nicht machen, aber ihr könnt das machen. Wenn man jetzt genau hinguckt, könnte man denken, Moment mal, dieses Ding, das wird ja nur hier benutzt. Und ich wusste nicht, dass das geht, ehrlich gesagt. Das geht auch mit Klassen. Man kann innerhalb einer Methode sogenannte methodenlokale Klassen erzeugen. Das ist ja verrückt. Wir geben uns ja alle Mühe, möglichst kurze Klassen zu schreiben. Da ist es jetzt nicht so mega, wenn man dafür eine ganze Klasse, die ja typischerweise mindestens 3, 4, 5 Zeilen hat, wahrscheinlich noch mehr, inmitten in so einer Methode einzutragen. Aber Record ist ein Einzeiler. Das heißt, ich muss mir nicht mal Gedanken machen, dass irgendwer den benutzt, wo ich das vielleicht gar nicht vorgesehen habe, dass es irgendwie um sich schlägt. Ich drücke hier aus, okay, das ist irgendeine lokale Abstraktion. Ich brauche die nur hier in der Methode.
wenn ich damit fertig bin, damit fertig. Ah, ich sehe gerade, es wird hier unten gebraucht. Well, wir ignorieren das. Wir tun so, als wenn das hier unten nicht gebraucht werden würde. Oh, davon abgesehen, kann man es auch, wir können auch doch machen. Super, das war mein Spiel zu Records. Wenn ihr noch Fragen zu Records habt, immer her damit. Was anderes, was in Java 16 dazugekommen ist, was ganz großartig ist, ist, ihr kennt wahrscheinlich diese Aufrufe von Collect to List, die man überall macht, typischerweise in Java am Ende einer Stream-Pipeline. Seit Java 9, glaube ich, ja, seit Java 9 kann ich Collect to Unmodifiable List machen. Das ist genauso wie Collect to List, nur die Liste, die ich zurückbekomme, kann nicht modifiziert werden. Das ist das, was ich meistens haben will. Meistens will ich die Listen, die hier erstellt werden, nachher nicht modifizieren. Deswegen habe ich es jetzt überall eingesetzt. Und das Ärgerliche daran, ich finde, Unmodifiable List sollte der Standard sein. Und Mutable List, also einfach nur Collector to List aufzurufen, sollte der Ausnahmefall sein. Jetzt ist ärgerlich, dass der Ausnahmefall aber der längere ist. Der kürzere ist. Und damit der ist, den man leichter wählt. Aber das wird jetzt umgedreht. In Java 16 gibt es eine coole neue Methode, Rocket Science. Ich kann jetzt auf dem Stream am Ende to List aufrufen. Ha? Ha? Oh mein Gott. Immer wenn ich einen Java 16 Code schreibe, dann ist das so angenehm. Nicht, dass Collect to List so schlimm gewesen wäre, aber das ist einfach schöner. Es ist so bam, 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 fertig. Was gibt es hier zu beschweren? Unchecked Generics, okay, gut. Das heißt, ich kann durch die ganze Codebasis gehen, ich erspare euch das jetzt. Und quasi jedes to unmodifiable list mir raussuchen. To set geht übrigens nicht. Und dann das einfach ersetzen immer durch to list. Okay, der schlägt es auch vor. Zack, so. Großartige Änderung, wie ich finde. Okay, dann mache ich bei Java 17 weiter. Neuimport. Java 17 kommt so richtig final. Erstmal nur ein Feature dazu, was noch nicht so richtig toll erscheint für sich alleine. Aber wir können uns angucken, oder schauen wir da rein. Wo war das hier? Ich hatte irgendwie so eine blöde Instance-Off-Kette, wo wahrscheinlich alle mit den Augen gerollt haben. Wo war der denn? Da, hier war meine Instance-Off-Kette. Der Grund, warum man so Instance-Off-Ketten ja nicht mag, meiner Meinung nach der wichtigste Grund, warum man Instance-Off-Ketten nicht mag, ist, wenn Post jetzt verändert wird, und nicht wenn Post verändert wird, sorry, wenn noch eine weitere Implementierung von Post dazukommen, dann finde ich diese Stelle nie im Leben wieder. Ich müsste quasi jeden Instance-Off-Check über einen Post finden, um dann rauszufinden, wie ich den fixe. Also angenommen, ich füge eine neue Art von Post hinzu. Also Artikel, Video, Repository, Artikel, Video, Talk habe ich schon. Sagen wir, machen noch Newsletter dazu. Jetzt mache ich Newsletter als Implementierung dazu, passe den Code da unten einigermaßen an. Und sowas hier, sowas finde ich nicht ohne weiteres. Und dann stelle ich, denke ich mal, zur Laufzeit, warum findet der denn das Repository nicht? Und dann ist es ein Bug. Vielleicht habe ich Tests geschrieben, dann ist es einfacher. Und ich muss irgendwann finden, diese Stelle. Und das ist einfach unangenehm. Und der Grund dafür ist, wie gesagt, wenn ich das erweitere, wenn ich quasi eine weitere Implementierung von Post hinzufüge, dann gibt es keine Möglichkeit, wie ich diese Stelle wiederfinde. Und Java 17 macht jetzt den ersten Schritt dahin. Normalerweise sind in Java alle Klassen entweder erweiterbar für niemanden mit Final, ich kann so ein bisschen Constructor nur im gleichen Paket verstecken, noch ein bisschen Tricks machen, aber sonst typischerweise für niemanden oder für alle. Und dazwischen reiht sich jetzt Sealed ein. Ein Sealed Type, da schreibe ich hier hin, Sealed. Und dann schreibe ich hin, wer darf das dann implementieren? Und das wäre jetzt Artikel, Talk und Video. So. Jetzt dürfen nur diese drei Typen dieses Interface implementieren. So, wir haben noch keine Probleme hier. Die Klassen müssen jetzt selber beschreiben, wie man mit ihnen weiterverfährt. Und der typische Herangehensweise wäre, sie final zu machen. Das ist jetzt auch ein super Record. Weiß nicht, warum IntelliJ das nicht vorschlägt, aber das wäre eigentlich auch ein super Record. Was den Vorteil hat, dann machen wir das eben, weil Records sind nicht automatisch final. Das heißt, bam. Machen wir uns jetzt eben einen Record und dann haben wir es erledigt.
So, da sind hier die ganzen Require und Null-Checks. Dafür machen wir jetzt auch diesen kanonischen Konstruktor, den kompakten Konstruktor, Entschuldigung, den kompakten Konstruktor, damit wir uns eigentlich so viel Mühe geben müssen. Was ist das? Was gibt es da zu beschweren? Variable is already assigned to this value. Egal, ich habe einfach eine andere Meinung. Sowas ist schade. Sowas ist schade. Das ist genau der Grund, also Records, du kannst den Rückgabetyp des Records nicht verändern. Das ergibt Sinn, dass es nicht geht. Aber es ist trotzdem dann an manchen Stellen wie der hier schade. Jetzt muss ich damit leben, dass ich kann kein String zurückgeben. Das ist als Liste, als Set deklariert, dann muss ich hier ein Set zurückgeben. Na gut, dann gebe ich ein Set zurück. Dann kann ich das rausschmeißen eigentlich. Das Einzige, was ich noch klarstellen will, dann ist, dass das Set, was ich hier bekomme, Tags hier, dass das Set, was ich hier bekomme, auch wirklich immutable ist, damit zumindest darauf keiner mehr Sachen aufrufen kann. Dann mache ich das. Copy-off heißt das aber. So, jetzt gibt es hier ein Problem, weil ich irgendwo... Guck gleich mal, irgendwo gibt es gleich einen Compile-Error, weil irgendwer ruft ja hier Tags auf und kriegt dann keinen Stream mehr zurück, aber das finden wir gleich. Bei Talk und Video mache ich das jetzt nicht auch noch. Ich mache jetzt hier einfach Final Class raus. Ich kann das anders machen. Ich kann auch hier dann noch zum Beispiel Sealed hinschreiben oder ich kann das explizit Non-Sealed machen. Alle Varianten sind möglich. Ich muss es nur explizit dran schreiben. So. Das ist das, wo wir hoffe bauen können. Dann müssen wir einen anderen Fehler eigentlich finden. Das Wichtige ist, Manu? Ah, Post gibt hier einen Stream zurück. Okay, dann können wir das jetzt nicht spontan fixen, dann mache ich sie rückgängig. So geht all diese Änderungen. Dann machen wir einfach Final daraus und fertig ist. Okay, dann können wir sie nämlich doch nicht auflösen. Gut. Also, oder ich muss halt hier den Rückgabetyp ändern. Also, wir haben jetzt Post so verändert, dass nur diese Implementierung Implementierungen zugelassen sind. Jetzt könnten wir sagen, also wir müssen jetzt sagen, fertig mit Java 17, aber das ist natürlich schade, weil wir haben noch gar nichts davon. Also wir haben so ein bisschen was davon. Wir haben das dem Compiler mitgeteilt, der wertet das aber noch nicht aus, aber wir haben das auch unseren Kollegen mitgeteilt. Das heißt, wir haben jetzt irgendwie klar gemacht, so, pass auf, Post ist jetzt eigentlich nicht wild von jedem überall erweiterbar, sondern das ist eine, das passiert oft bei so, glaube ich, eher zentraleren Abstraktionen, wo man sagt, wir machen zum Beispiel irgendwas mit 2D-Shapes. So, dann weiß man, dass man nur, weiß ich nicht, Punkt und Circle und Rectangle. Punkt ist kein 2D-Shape. Egal, wisst ihr, was ich meine. Also Shape und Circle und Rectangle und Triangle und so. Und es gibt halt nur die. Und ich mache irgendeine Grafik-Library. Ich kann nicht mal eben einen neuen Grafiktyp hinzuerfinden, weil es ja überall Funktionalität gibt, die sich genau auf diese Implementierung verlässt, dass es genau diese Implementierung gibt und die mit einem neuen Typ umgehen können müsste. Und ich kann also auch hier mit einem Kollegen mitteilen oder Kolleginnen mitteilen, dass das hier die existierenden Implementierungen beabsichtigt sind, dass das die einzige ist. Aber das ist noch nicht so stark. Was stark ist dabei, ist, wenn wir auch ausnutzen können, dass der Compiler das versteht. Und das können wir in 17, gibt es schon ein Feature, das das nutzt. Das ist aber noch im Preview. Das heißt, wir müssen es erst freischalten. Wenn ihr bei den Versionen, die ich genannt habe, für die jeweiligen Feature genau aufgepasst habt und in den letzten Wochen mit, oder letzten Monaten, Jahren mitbekommen habt, wie, in welchen Versionen die aufgetaucht sind, dann könnte manchmal der Eindruck entstanden sein, ich hätte immer sehr hohe Versionsnummern genannt. Fast alle von den Features waren schon 2 Versionen vorher als Preview drin. Haben meistens die Preview bekommen, dann noch ein zweites Preview und sind dann finalisiert worden. Und auch jetzt in 17 sind Previews drin und wir können eins freischalten. Das heißt, ich habe jetzt hier eingefügt, dass ich gerne Preview-Feature benutzen möchte. Und dann muss ich das Ganze noch an anderen Stellen einfügen, nämlich in Surefire auch. Und sonst heißt ich ausführen in den Run-Scripts auch. Ich mache das jetzt nicht mit der Hand. Man muss halt überall dieses Ding einfügen. Das ist Absicht. Man muss dem Compiler sagen, dass man ein Preview-Feature benutzt. Der Compiler vermerkt das in der Klasse, also im Class-File. Und man muss dann auch zur Ausführung sagen, dass man Previews benutzen möchte. Der Grund, warum das umständlich ist, ist volle Absicht. Nämlich, man soll damit experimentieren können, aber man soll das nicht versehentlich und auch nicht an seinem anderen Benutzer vorbei, wenn ich jetzt in der Library bin, Preview-Features verstecken können. Ich soll nicht die Chance haben, eine Library zu bauen, die Preview-Features benutzt. Das gebe ich dann einem User, der das nicht erwartet und damit nicht rechnet. Und auf der nächsten Java-Version geht dann irgendwie dieses Preview-Feature nicht mehr, weil es ein bisschen umgeschrieben wurde. Und auf einmal gibt es dann Laufzeitfehler. Das wäre sehr, sehr unschön.
Damit das nicht passiert, muss ich auch zur Ausführung Enable Preview benutzen, was eben den Nebeneffekt hat, dass ich das von einem Benutzer nicht verstecken kann. Also wenn ich Preview-Feature benutze in meiner Library und die ausliefer, was ich nicht soll, dann kann ich es zumindest nicht verstecken. Meine Aussage ist, so ganz grob, das ist reines Bauchgefühl, ja, aber meine Aussage ist, Previous-Feature zu benutzen ist okay, auch durchaus in Production-Code, um dann ein richtiges Gefühl dafür zu bekommen, wie die sich in echt verhalten. Aber ich würde nicht mehr Code damit schreiben, als ich ihn ersetzen könnte in einem halben Tag vielleicht höchstens oder einem Tag. Also ne, wenn ich weiß, so, okay, das Preview-Feature hat sich leider nochmal geändert, ist in der Vergangenheit immer nur ganz wenig gewesen und man weiß ja nicht genau, dann muss ich einen Tag investieren, um das Preview-Feature anzupassen oder ganz rauszunehmen. Ich denke, das wäre noch tragbar. Da hat man die Chance, das ein bisschen in der Praxis zu benutzen und nicht nur mit Demo-Beispielen wie ich jetzt. Okay, also, wenden wir es an. Hier. Was ich hier im Prinzip machen will, ist, ich will sagen, abhängig davon, was von Post das ist, will ich verschiedene Dinge tun. Ja, warum machen wir das dann nicht einfach? Dann lass das doch machen. Lass sagen, okay, Switch über Post. Und wenn es ein Artikel ist, dann kann ich das mittlerweile? Oh no! Da müssen wir uns darauf verlassen, dass ich Code ohne IDE schreiben kann. Das ist ein bisschen mutig, aber ich hoffe mal drauf. IsVideo is video.repository. Das heißt jetzt auch, wir müssen es mit der Hand kompilieren dann gleich. Diese Dinger will ich jeweils zurückgeben. Jetzt sage ich noch und default. Das hat noch, jetzt noch nicht direkt was mit Ziel Classes zu tun. Ziel Classes kommen gleich dazu. Das ist erstmal, das, was ich jetzt mache, ist immer möglich. Seit Java 17 mit Preview-Feature. Ich vermute mal, dass auch wieder zwei Iterationen sind, dass es dann halt in 19 vielleicht stabil wird, könnte auch 18 oder 20 werden, aber ich glaube nicht, dass das noch unglaublich viel Umschweiß, also Änderung sieht. Switch to Post und falls ein Artikel ist, mach das. Falls ein Video ist, mach das. Ansonsten mach das. Was ich jetzt getan habe und ich kann es kompilieren, aber ich kann es nicht ausführen. Ich kann es nicht ausführen, weil ich jetzt diesen Code erzeuge, der für den man Enable Preview eintragen muss und die Tests haben das nicht und damit Tests scheitern. Aber ich kann es kompilieren. Das ist schon mal super. Muss irgendwas auch ein Warning eigentlich auftauchen? Taucht das hier nicht auf? Uncheck to unsafe, recompile. Das ist ein bisschen überraschend, ehrlich gesagt. Ah, nee, hier unten. Ja, hier, da steht's. Das ist ein Compiler-Warning. Der letzte Teil, das ist hier, die Klasse uses preview features of Java SE 17. Das taucht also auch dann auf. Gut. Ja, genau, Markus schreibt noch ein, Preview ist nicht Beta. Ja, genau. Und ein Beta-Test heißt, das ist schon ganz gut, jetzt finden wir gemeinsam all die Bugs. Preview heißt, das Feature ist fertig. Eigentlich würden wir es jetzt genauso in den Standard gießen und dass die Sache wäre erledigt. Aber weil wir dank des 6-monatigen Release-Zyklus so schnell Feedback sammeln und Sachen ändern können, lassen wir es mal noch ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr sitzen. Das ist also wirklich nicht gedacht als, wir schmeißen irgendwas an die Wand und gucken, was kleben bleibt, sondern die Features sind im Prinzip genauso entwickelt wie alle anderen in der Vergangenheit auch, nur wir haben trotzdem die Chance, darüber nochmal nachzudenken und einfach konkretes Feedback zu geben, was sich manchmal erst in der Praxis ergibt, wenn es einen breiteren Nutzerkreis gibt. Nur sehr kaum funktioniert, aber trotzdem ist es immer noch so, dass wenn ich jetzt einen neuen Post hinzufüge, also angenommen, ich füge jetzt, was haben wir gesagt, Newsletter hinzu, dann wird der Newsletter immer noch automatisch in diesen Default-Branch fallen und das ist doof. So, und jetzt kommt Seal Classes. Ich mache das mal weg. Wenn ich das wegmache und dann kompiliere, dann kriege ich einen Compile-Fehler, weil die Switch-Expression does not cover all possible input values. Der Compiler weiß, also Artikel und Video reichen aber schon mal nicht, Post könnte noch mehr sein. Aber der Compiler weiß auch, dass Post nicht alles sein kann. Es kann nur Artikel, Video oder halt Talk sein. Mehr Fälle gibt es nicht. Jetzt kann ich hier reinschreiben, Case, Talk. Oh Gott, sitzt ihr verrückt? Ich kann das nicht mit dem Tippen. Case, Talk, mach. Okay, puh. Ja, und jetzt läuft's. Das ist wirklich cool, weil das heißt, ich kann jetzt diese Switches schreiben,
Aber ich kann mir trotzdem sicher sein, dass wenn ich Post erweitere, also wenn ich zusätzliche Implementierungen von Post hinzufüge, ich hier einen Compile-Fehler kriege. Ich hatte vorhin mal gesagt, die richtige Lösung für diese Sache wäre eigentlich die Repository-Methode auf das Interface zu machen. Und so cool Sealed Classes auch sind und Pattern Matching, das ändert daran auch nichts. Das wäre immer noch der richtige Approach in dieser konkreten Situation. Aber es gibt Situationen, in denen man das nicht will. Es gibt extra deswegen ein ganzes Pattern, das Visitor-Pattern, was nur dafür da ist, dass ich in Situationen, in denen ich nicht die Klasse selber erweitern will oder die Typen selber erweitern will aus verschiedensten Gründen, gibt es extra dieses Pattern, was dann dafür sorgt, dass du trotzdem diese Kombination aus allen Typen und allen Operationen irgendwie abgebildet bekommst und Compile-Fehler entstehen, wenn die Hierarchie sich verändert. Und diese Situation kriege ich hiermit auch hin. Meine persönliche Behauptung ist, dass dadurch das Visitor-Pattern obsolet wird. Da müsste ich noch mehr erklären, was ich damit genau meine. Ich habe einen Blogpost dazu geschrieben kürzlich, aber der hat zu einigen hitzigen Debatten geführt. Da waren nicht alle meiner Meinung, deswegen will ich dir auch gar nicht sagen, dass das jetzt definitiv so ist. Ich sehe das so, aber ich könnte mich augenscheinlich irren. Aber zumindest ist es ernsthafte Konkurrenz fürs Visitor-Pattern, weil es vielleicht da ist. Anyway, das habe ich jetzt hier gemacht. Das gleiche kann ich auch machen. Ich habe mir gerade über den Get-Class, Get-Simple-Name geswitcht. Ich weiß nicht, ob es dann war, aber irgendjemand hat OMG geschrieben in den Chat ungefähr zu der Zeit. Ich weiß nicht, ob es deswegen war. Wäre möglicherweise möglich. Ich kann daraus jetzt das machen. Achso, ich mache mal zwei Unterstriche hier hin. Ich kann was anderes hinschreiben. Ich brauche den Wert hier nicht. Deswegen. Jo, ich glaube, das müsste gehen. Mal gucken, was der Compiler sagt. Ja, Compiler ist auch zufrieden. Okay, gut. Das war jetzt Java 17 mit Previews. Weiter in die Zukunft kann ich leider nicht reichen. Mehr gibt es gerade nicht, was ich euch noch zeigen kann. Zum Abschluss würde ich gerne noch Git sagen, stash mal die Änderung. Ah, nee, Quatsch, du schmeißt. Oder werde ja, stashen die mal, vielleicht nachher noch Fragen, wenn ich nochmal sehen will. Und jetzt checken wir den fertigen Branch aus, in dem all diese Änderungen schon drin sind. Jetzt keine lokalen Änderungen mehr drin. Das ist einfach alles so. Das ist die komplette Lösung für alles. Alles ist Records und all die ganzen Sachen sind jetzt eingetragen. Und was wir jetzt immer machen können, ist, wir können mal einmal kurz die Stats laufen lassen zum Abschluss. Um mal zu schauen, wie das Ganze jetzt so verhält. Also, was wir sehen, ist, dass die Laufzeit ungefähr gleich geblieben ist. Tendenziell neigt sie dazu, von 11 bis 17 eher ein Stück zu fallen, aber wie gesagt, das muss man genau bei jeder Anwendung einzeln messen in Ruhe. Das ist jetzt hier, selbst wenn es jetzt hier kleiner gewesen wäre, wäre es jetzt nicht so ein guter Hinweis gewesen, aber trotzdem kommt das meist raus. Oft ist der Ressourcenverbrauch auf neueren Java-Versionen ein bisschen besser. Von Java 8 zu 11 insbesondere auch, weil einfach der Speicherbedarf weniger geworden ist, weil Strings optimiert wurden, das hat eine große Rolle gespielt. Was wir aber auch sehen, ist, dass der Config kleiner geworden ist. Wir sind von 2020 Zeilen auf knapp 1600. Das heißt, wir haben über 20% der Codebasis abgeschüttelt. Und wie ich behaupten würde, nicht, indem wir den Code unlesbarer gemacht haben, sondern indem wir ihn lesbarer gemacht haben. Indem wir klar gesagt haben, hauptsächlich waren es die Records. Das ist ein Record. Und damit meine ich, dass das ein transparent carry of immutable data ist. Und man muss sich den restlichen Code nicht mehr angucken. Der ist eh ganz normal. Der ist eh das, was man erwarten würde. Sowas wie ein Collector kann mal ganz gut zur Hilfe kommen. Ich meine, Collect to List ist genauso viele Zeilen wie To List. Hier werden auch die Characters aufgeführt, aber soweit würde ich jetzt nicht gehen, die zu zählen. Insgesamt ist der Code kurzer und knapper geworden, aber dadurch, dass er Ausdruck stärker geworden ist, dadurch, dass die Semantik, die Java anzubieten hat, stärker geworden ist. Und ein bisschen bessere Performance. Auch wenn wir das jetzt hier nicht gesehen haben. Aber wie gesagt, bevor ihr wegen Performance ein Update macht, auf jeden Fall messen, logisch. So, was haben wir gesehen? Bei Java 12 habe ich euch Collectors Teen gezeigt und dieses Exceptionally Compose. Es gibt eine Menge Sachen, die ich euch nicht gezeigt habe. Es gibt auf String eine Transform-Methode. Wenn ihr so Social-Media-Network-artigen Code schreibt, wo man irgendwie aus der Zahl 5398 vielleicht mal 5.4k machen möchte, das kann Number-Format, Get-Number, Compact-Number-Instance. Mit Files-Mismatch kann man sagen, hier sind zwei Dateien, bitte gib mir den Index des ersten Bytes, möchte ich sagen, wo die voneinander abweichen. Class Data Sharing habe ich euch nicht gezeigt, das ist auch besser geworden. Java 13 habe ich auch Class Data Sharing übersprungen, da war eh nicht so viel. 14 habe ich euch Switch Expressions gezeigt.
Helpful MPE, also Helpful Null Pointer Exception. JFR Streaming ist jetzt hier implementiert worden. Das heißt, auf einer Maschine, also ihr habt eine Maschine, die läuft und in Produktion ist, und könnt von da aus diese JFR, Java Flight Recorder Events, übers Netz an eine andere Maschine streamen und von da aus das beobachten, was ganz genau in der laufenden App vor sich geht. Ja, 15 Textblocks, habe ich schon gesagt, String Formatting ist ein bisschen einfacher geworden mit diesem String Format, an den Stellen, wo man es braucht. Hidden Classes habe ich euch nicht gezeigt, das ist eher was für die Leute, die Sachen auf der JVM entwickeln oder so tiefgehende Dinge, so alle Sachen, die Proxys erzeugen, haben potenziell Interesse daran an Hidden Classes. Bei Java 16 Records, logisch, Type Patterns und Stream to List, drei ganz coole Änderungen. Was ich nicht gezeigt habe, sind Stream und HTTP, also Stream-Verbesserungen gab es Verbesserungen im HTTP2-Client, der in Java 11 eingeführt wurde, wenn ich mich recht entsinne. Unix Domain Socket Support, das heißt, wenn ihr Inter-Process Communication macht, aber auf dem gleichen Host, dann könnt ihr jetzt Unix Domain Socket benutzen. Anders als der Name vermuten lässt, laufen die mittlerweile nämlich auch auf Windows und sind sicherer und schneller, als wenn man eine Localhost TCP-IP-Verbindung aufbaut. Wenn ihr betriebssystemspezifische Installer erstellen wollt, ist JPackage für euch da. Wenn ihr keine Module erstellt, aber trotzdem gerne eine zusammengeschnittene Laufzeit hättet, dabei kann JPackage euch auch helfen. In 14 haben wir uns Sealed Classes angeguckt mit den Permits. Was wir nicht gemacht haben, ist Always Strict Floating Point Semantics. Java hat irgendwann aus Performance-Gründen mal aufgeweicht, ob man genaue Floating-Point-Ergebnisse bekommt oder nur ungefähr genaue. Und der Performance-Unterschied macht keinen Unterschied mehr, man kommt jetzt immer genauer. Und alles, was mit Zufallszahlenerzeugung zu tun hat, ist angenehmer zu benutzen geworden, die sind unter gemeinsamen Interfaces vereinigt worden, sodass man schneller mal einen Random-Number-Generator durch einen anderen ersetzen kann, aber sind auch neue Algorithmen dazugekommen und neue Implementierungen dazugekommen. Switch habe ich euch gezeigt, also Pattern-Matching in Switch. Was in Zukunft kommt, was ich euch nicht gezeigt habe in Zukunft, was ein paar coole Sachen sind die Vector-API mit Project Panama. Eure CPU kann wahrscheinlich genauso schnell vier Paare oder so von Zahlen addieren oder addieren, wie es ansonsten ein Paar von Zahlen addieren könnte. Das ist was einfach eure CPU quasi parallelisieren kann, ohne dass man das über verschiedene Kerne hinweg machen muss. Also es ist keine Parallelisierung im Sinne von, dass da Threading-Probleme auftreten können. Aber die CPU kann einfach viermal so schnell rechnen, wenn man das entsprechend ansteuert. Der Just-in-Time-Compiler versucht das, wenn man so eine For-Loop hat, wo man über ein Array iteriert und dann immer die gleichen Rechnungen darauf macht, dann kann der Just-in-Time-Compiler das manchmal erkennen und da sind es dann Auto-Vectorization und dann diese Vektor, das ist so, ich glaube, MMX-Erweiterung, also Pentium-MMX-Erweiterung für die Leute, die alt so sind wie ich oder älter. Das waren, glaube ich, die ersten, die das auf den CPUs dann drauf hatten. Auf jeden Fall, der Just-in-Time-Compiler kann diesen CPU-Code erzeugen. Aber wenn man die Vector-API benutzt, dann kann er das zuverlässig. Also wenn eine performance-sensitive Sache macht, die was mit Numerik machen, ist das super gut. Foreign Code and Foreign Memory APIs von Project Panama sind dafür da, dass man JNI dadurch ersetzt durch etwas, was deutlich sicherer, deutlich angenehmer und auch ein Stück performanter ist. Valhalla bringt, die heißen nicht mehr Inline-Classes, böser Nikolai, die heißen jetzt Primitive Classes. Es wird ein großer Performance-Boost sein, dann auch die Semantik von Java noch mal ein bisschen schärfen. Und Project Loom, Virtual Threads, dieses Spannungsfeld zwischen, will ich einfach einen Code schreiben, der blockende Aufrufe hat, aber dann kann der nur ein paar hundert Threads höchstens benutzen oder ein paar hundert Dinge gleichzeitig machen, oder will ich Reactive APIs benutzen, damit ich Tausende oder Zehntausende, Hunderttausende von Requests gleichzeitig bearbeiten kann, aber dann kriege ich halt Code, der schwerer zu debuggen ist und so, schwerer zu schreiben ist. Virtual Threads sollen das aufheben. Mach für alles Threads, die blocken, sieht so aus für einen User-Code, als wenn die blocken, man kann ganz normal blockenden Code schreiben, aber unter der Haube blocken die nämlich nicht. Unter der Haube ist es so ein bisschen reactive quasi, im Sinne von, sobald eine Aufgabe blockt, macht der Thread dann was anderes und wartet, bis das Betriebssystem oder wer auch immer sich meldet, dass es fertig ist. Sollte die Performance von, oder die Sättigung, die man erreichen kann, mit einfachen Implementierungsmethoden auf vielen, vielen Servern nach oben bringen. Zeilen Code, wie gesagt, habe ich schon gesagt, wir haben ungefähr 20% der Codebasis verloren. Manchmal verliert man auch 200 Millisekunden an Laufzeit, das ist super. Die JVM ist besser geworden, bessere GCs, Packaging, Monitoring hatte ich aufgezahlt. Das sind alles eine Menge Änderungen, die dazugekommen sind. Warum steht hier 16? Was ist da los?
Ja, jetzt wieder 17. Super. Das war's von mir. Ja, super. Vielen Dank, Nikolai. Es hat noch ein paar Fragen. Eine Frage ist, ob die Virtual Threads mit den Coroutinen von Kotlin vergleichbar sind. Weiß ich nicht. Das Problem ist, bei Async Await und Coroutines hat sich bei mir ja immer ein Knoten im Kopf gebildet, weil ich das nie in der Praxis benutzt habe. Habe ich nie genug. Ich habe es immer ein bisschen gelernt und ein bisschen verstanden, dann angefangen, dann nicht benutzt und dann ist das Wissen wieder hinter mir zusammengestürzt. Ich kann die Frage einfach straight up nicht beantworten, was mir schade ist. Aber da würde ich bitten, Markus, erreich mich doch mal auf irgendwie anderem Wege und dann finde ich das auf jeden Fall raus und gebe den Antwort. Muss mich noch mal daran erinnern, ich kann mir das nicht merken, aber dann hole ich eine andere Antwort irgendwo her. Super, danke. Dann eine andere Frage von Dominik Grund. Kann man beim Pattern Matching Switch auch noch Conditions angeben, à la Scala? Falls nein, kommt das noch? Auf Scala kenne ich nicht gut, aber was man in dem, also was dazu kommt, sind, also man kann generell jetzt in, ab Java, also 17 ist ein Preview-Feature, ab demnächst kann man alle Patterns, die es gibt, in einem Switch einsetzen. Und die Pattern-Semantik wurde auch erweitert. Und zwar kann ich, und ich vermute mal, dass das ist, was du meinst, wenn ich hier zum Beispiel nur dann einen Artikel aufnehme, kann ich sagen, hier Artikel und Artikel. Jetzt hilft mir IntelliJ hier nicht, keine Ahnung, foo ist gleich bar. So. Genau, solche Sachen kann ich machen. Und wenn ich das zum Beispiel mache, dann würde jetzt der Compiler sich beschweren, dass das nicht mehr complete ist, weil Artikel, wo die Bedingungen nicht erfüllt sind, die fallen da ja nicht rein. Dann müsste ich also, wird der Compiler mich zwingen, dann zum Beispiel Artikel nochmal so aufzufangen. Oder halt ein Default Branch oder diesen Fall, den ich jetzt quasi rausgefiltert habe, dann nochmal explizit zu behandeln. Falls du das mit Condition meintest, dann ja. Generell ist es so, dass wir danach noch mehr Patterns bekommen werden. Also wir haben jetzt bis jetzt nur Type Patterns. Es wird die Construction Patterns geben. Da kann man sowas machen wie, also ein Artikel besteht ja aus mehreren Sachen und dann kann ich eben schreiben sowas wie, okay, wenn der Artikel String Title hat und, keine Ahnung, was da noch war, und irgendwie Title Length ist größer 50, 10 oder so. Das heißt, wir können dann, das kommt irgendwann in Zukunft, wird vielleicht ein Preview-Feature in 18, kann man also diese Sachen auseinandernehmen. Momentan wird das nur mit Records gehen und Arrays erstmal, aber vielleicht in Zukunft auch allgemein mit Klassen. Super, ja, danke. Dann die nächste Frage, ist Always Strict Floating Point Semantics nicht langsamer? Performance war der Grund, warum man mit Extended Precision gerechnet hatte. Ja, da muss ich noch mal nachgucken. Ich hatte das tatsächlich so verstanden, dass dieser Performance-Unterschied keine Rolle mehr spielt. Aber, warte mal, suchen wir das mal raus. Jet, Strict, Flow. Dann würde ich den Link einfach nochmal reinschreiben. Restore always strict floating point semantics. So, da wird das dann, da wird das drin erklärt. Warte mal, das schreibe ich aber jetzt ganz normal in den Chat, nicht ins Q&A. So. Ja, müssen wir nochmal durchgucken. Kann sein, ja, aber ich habe das so verstanden, dass es keinen großen Unterschied mehr macht. Andere Sache, ich sehe gerade noch einen Kommentar im Chat. Am Rande, Switch Expressions über Enums ohne Default Clause geben auch schöne Compile-Fehler, wenn man nicht alle Enum-Values berücksichtigt. Genau, Christoph, super Hinweis, das hatte ich vorhin vergessen zu sagen. Es gibt, bevor man Sealed Classes einführt, gibt es schon eine andere Sache, wo der Compiler weiß, dass es nur eine kleine Menge von möglichen Werten gibt. Und das sind nämlich Enums. Das heißt zum einen, ich kann mir endlich diesen blöden Default-Branch sparen, den ich reinschreiben musste, also wenn ich eine Switch-Expression benutze, den ich reingeschrieben habe, oder den ich sonst aus Sicherheit reingeschrieben habe, weil man weiß ja nicht, ob man Enum nochmal ändert, obwohl ich eigentlich schon alle Fälle aufgelistet habe. Und das kann ich mir jetzt sparen. Ich kann einfach nur die Fälle reinschreiben, die es tatsächlich gibt. Und wenn ich irgendwann noch einen hinzufüge, kriege ich einen Compile-Fehler, dann gehe ich wieder zurück und schreibe halt den letzten Typ auch noch rein. Cool. Ja. Jetzt sehe ich gerade keine
Fragen mehr im Q&A. Ich sage mal ein paar allgemeine Dinge, vielleicht kommt noch was kurz weiter. Ja. Schnell da durchschlagen. Also der Talk wird auf YouTube aufgeschaltet werden. Es gab ja schon eine Frage dazu. Wir haben eine verschiedene Community-Kollaborationsmöglichkeiten bei uns. Und wir schlagen vor, jetzt dann einen Austausch zu machen auf wonderjug.ch. Das ist eine Plattform, wo man miteinander online sprechen kann. Ja, ich schaue nochmal, es ist noch was im Chat aufgetreten. Meldung. Das war nur. Vielen Dank euch auch übrigens für die Aufmerksamkeit und fürs Zuhören. Und ja, vielen Dank von den Leuten. Schon mal, ich möchte auch dir vielen Dank, meinen Dank aussprechen. War sehr interessant. Für deine Präsentation. Ganz kurz noch zum Abschied. Eigentlich wollte ich noch bleiben heute, aber es gab ein paar Umplanungen. Ich muss meine Tochter abholen, die leider bei Freunden zu Besuch ist. Das heißt, ich muss jetzt leider abdüsen. Das tut mir total leid. Deswegen kann ich jetzt gar nicht mit zu Wanda kommen. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Schade, aber ja. Ja, tut mir leid. Ist akut umgefallen, die ursprüngliche Planung. Wie gesagt, wenn ihr Kontakt mit mir aufnehmen wollt, ihr findet mich im Internet immer überall unter NipaFX. Und ich beantworte total gerne eure Fragen, auch wenn der Talk vorbei ist. Nur jetzt, wie gesagt, muss ich leider los. Tut mir leid. War auch nicht mein Lieblingsplan, muss ich zugeben. Super. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.